Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Wir haben heute ein richtig geiles Unboxing am Start. Es ist kein Überraschungs-Unboxing, denn ich weiß schon, was es ist, aber für euch ist es natürlich eine Überraschung. Ich habe das Ganze natürlich noch nicht im Thumbnail verraten, denn sonst wäre das Ganze ein bisschen langweilig. Ich bin gerade sehr gehypt, weil wir ja wirklich was Cooles hier bekommen haben, deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Aber falls euch diese Videos gefallen, lasst mir auf jeden Fall jetzt gerne schon mal ein Like da und abonniert gerne, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Übrigens, wusstet ihr, dass es hier auch Kanalmitgliedschaften gibt auf diesem Kanal? Falls ihr das noch nicht wusstet, checkt das mal unten aus. Das ist so ein kleiner Button, da steht Mitglied werden. Da könnt ihr mich nochmal ein bisschen extra supporten, falls ihr Bock habt, und bekommt da halt exklusive Vorteile. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es mal in Erwägung ziehen würdet. So, Leute, wie fange ich jetzt an? Ich will jetzt natürlich nicht direkt die Sache zeigen. Ich hoffe, ihr seid auch geduldig genug, um nicht einfach nach vorne zu skippen, weil das wäre irgendwie langweilig. Ihr müsst ja noch kurz verstehen, warum ich überhaupt jetzt das habe oder bekommen habe und ja, was die Gründe dabei sind. Ich hatte doch letztens in meiner Instagram-Story so ein bisschen gepostet mäßig, ja, irgendwie mit Washington bin ich nicht mehr ganz so zufrieden und so, und das Fan-Dasein ist gerade echt tough bei Washington, bla bla bla. Übrigens, dazu werde ich demnächst wirklich endlich auch das Video machen, wo ich das alles erkläre. Und auf jeden Fall, ja, habe ich dann in den Stories auch so ein bisschen über die Titans geredet und vor allem über Derrick Henry. Ich meinte dann auch in den Stories so, Alter, dieses Derrick Henry-Jersey hier muss ich mir unbedingt demnächst holen. Und bevor ich mich versah, hat mir ein Instagram-Follower geschrieben und meinte, er bestellt mir das Ding einfach mal, also dieses Derrick Henry Jersey. Es handelt sich dabei natürlich um keinen geringeren als Kid Coconut, ein riesiger Ehrenmann, der wohnt selber auch in Berlin und der guckt meine Videos immer, supportet immer, ist auch Kanalmitglied zum Beispiel, kommentiert andauernd, liked und alles dies, das jenes, wir schreiben immer mal wieder auf Instagram und ja, der dachte sich, ich packe jetzt mal den ganz großen Gönnermodus raus, es ist ja bald Weihnachten und so, da gönne ich dir jetzt einfach mal ein Jersey, Digga. Ich konnte es erst nicht richtig glauben, aber als ich dann mal in meinen Briefkasten geguckt habe, Leute, habe ich das hier gesehen, Alter. Also wirklich einfach nur krank. Wir machen das mal kurz auf. Digga, wie das riecht. So, Leute, hier ist es. Derrick Henry, Nummer 22 von den Titans. In der weißen, in dem weißen Colorway finde ich übertrieben wild. Sogar auch in der richtigen Größe natürlich bestellt. Hier, ich zoome einmal ran, damit ihr das sehen könnt. Größe L. Die hole ich immer in L, weil die dann ein bisschen oversized sind und man kann easy noch ein Hoodie oder so drunter ziehen. In den weißen Farben fand ich das tatsächlich sogar am geilsten eigentlich, weil das passt richtig gut zum Winter, Digga. Dann noch mit diesem hellblauen und so weiter. Das sieht, also ganz ehrlich, ich finde dieses Jersey hat unglaublich viel Drip. So, und nicht nur, dass es Drip hat, sondern es hat auch noch einer der krassesten Spieler der NFL drauf und eines meiner absoluten Lieblingsteams. So, deswegen, also, es ist einfach nur geil, Digga. Es ist einfach nur richtig, richtig geil. Also, auch an der Stelle nochmal offiziell hier öffentlich dickes, dickes Danke an dich, Kid Coconut. Wirklich vielen, vielen Dank. Also, riesiger Ehrenmann, dass er mir einfach dieses Jersey gegönnt hat als Weihnachtsgeschenk. Ich zoome mal hier nochmal ein bisschen auf die Details ran, damit ihr es nochmal ein bisschen schön sehen könnt, Alter. Also, ich finde, das ist ein super, super geiles Jersey. Bei den Sternen hier sind die Fäden leider ein bisschen lose, warum auch immer, keine Ahnung. Aber, es ist einfach nur geil. Warte mal ganz kurz. Digga. Es ist sogar gestickt. What the f***, Alter? Was ist denn das für eine Version? Mir fällt es gerade erst auf. Das ist ja richtig hier Dings. Wie, ich weiß nicht, wie man das nennt. So aufgestickt. Guck mal, bei einem normalen Jersey ist es so, weiß nicht, aufgeklebt oder keine Ahnung, was das ist. Dann ist es nicht ein Game Day Jersey, Digga. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich gerade äußerst verwirrt. Okay, also ist auf jeden Fall auch Dry Fit, by the way. Sehr, sehr geil. Also Leute, tut mir leid, dass ich gerade nicht genau sagen kann, welche Variante vom Jersey das ist. Aber Bro, das ist alles aufgesteckt. Auch das Nike-Ding und so. Die Nummern auch. Bro, krasser Scheiß, Alter. Also wenn das wirklich jetzt... Warte mal, was steht hier unten? Ne, da steht auch nichts dazu. Aber wenn das wirklich so eine aufgestickte Version jetzt hier ist, also nicht nur das aufgedruckte, dann war das ja nochmal teurer, Alter. Krasser Scheiß, ey. Richtig, richtig krasser Scheiß, Leute. Ich ziehe das mal kurz an, damit ihr noch seht, wie das aussieht. Also ich habe hier nochmal ganz kurz zum Vergleich ein anderes rausgeholt. Hier sind die Nummern halt so aufgeklebt. Auch der Name des NFL-Logo ist halt so basic. Hier auch hinten ist es aufgeklebt alles. Übrigens, das Trikot hier habe ich von GGT bekommen, ne? Nochmal Shoutout an dich, Bro. Und dann hier ist das halt alles aufgestickt. Hier auch das NFL-Logo ist mit so einem Silberrahmen drum. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es bei den Titans-Jerseys einfach einen silbernen Rahmen drum hat. Oder ob es halt daran liegt, dass es eine krassere Jersey-Variante ist. Ey, das habe ich jetzt gerade erst gecheckt, Alter. Überkrank. So passt es auf jeden Fall in Größe L. Ich hoffe, ihr könnt es ungefähr sehen gerade. So
und so. Also wie gesagt, ist ein bisschen oversized. Ich könnte hier easy einen Hoodie drunter ziehen. Und ja, es ist einfach todesgeil, Digga. Und es passt halt auch so nice zum Winter, Junge, wenn es jetzt mal um Style geht. Richtig, richtig nice. Also, nochmal dickes Dankeschön an Kid Coconut. Ich weiß, vielleicht war das Video jetzt für manche von euch nicht ganz so spannend. Aber ich wollte unbedingt dieses Video machen und euch dieses mega geile neue Jersey zeigen, was ich jetzt sowas von viel rocken werde, Digga. Freue ich mich einfach. Also, ich freue mich wirklich todeskrass darüber, Digga. Das ist wirklich richtig, richtig geil, Mann. Also, danke nochmal an Kid Coconut. Gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert natürlich, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.